Hunderttausende junger Menschen, Männer wie Frauen, werden dort verheizt für einen sinnlosen Krieg, der verloren ist. Ja, der auch nicht gewonnen werden kann. Es ist nicht möglich, diesen Krieg zu gewinnen. Punkt. Hallo, meine Lieben. Heute haben wir Markus Krall bei uns im Gespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit. Hallo Frau Rieger, ich grüße Sie. Gerne. Was würden Sie sagen, sind jetzt gerade die wichtigsten politischen Entscheidungen, die getroffen werden müssten, um ja Deutschland wieder attraktiver, wettbewerbsfähiger und le lebensfähiger zu machen? Also diese Maßnahmen, die da erforderlich sind, sind von einer gewissen Radikalität und deswegen von unserer politischen Klasse weder durchführbar, noch durchsetzbar, noch erwartbar, noch sogar denkbar. Die können die Lösungen, die notwendig wären, nachdem sie es jetzt jahrzehntelang versemmelt haben, können die noch nicht mal denken. Und wenn man es ihnen vorbetet, dann können sie es noch nicht mal nachdenken. Das ist außerhalb ihres kleingeistigen Horizonts. Und was notwendig wäre, wäre eine massive Schrumpfung des Staates, also eine Rückführung der Ausgaben um 80%. Das heißt also, wir müssten den Staat von jetzt über 50% auf etwa 10% des Bruttosozialprodukts schrumpfen, indem wir ihm alle Aufgaben wegnehmen, die nicht genuine Staatsaufgaben sind. Ich habe dazu ja schon mich geäußert, auch in meinem neuen Buch, Die Stunde Null, habe ich eine Liste gemacht, welche Ministerien und Behörden nach meiner Überzeugung geschlossen werden sollten. Da kommen wir auch in Zukunft übrigens komplett ohne Finanzämter aus. Die können wir schließen und versteigern. Da können wir Wohnungen und Geschäfte und Büros reinmachen. Dann werden die auch mal etwas Produktivem zugeführt, statt etwas Parasitärem. Und wir könnten im Grunde genommen eine Reihe von Ministerien dicht machen. Wir brauchen kein Entwicklungshilfeministerium, wir brauchen keine Klimahilfen fürs Ausland, wir brauchen kein EU-Budget von 30 Milliarden, wir brauchen kein Gesundheitsministerium, wir brauchen kein Verkehrsministerium, kein Bauministerium, kein Familienministerium. Das brauchen wir alles nicht. Und wenn man dann fragt, was brauchen wir denn, dann ist die Antwort, wir brauchen ein Verteidigungsministerium, ein Außenamt und ein Finanzministerium und ein Kanzleramt. And that was it. Mehr brauchen wir nicht. Und wir brauchen zum Beispiel auch kein Justizministerium, weil Justizministerium ist nur die Durchbrechung der Gewaltenteilung. Ja, die Exekutive hat mit Gesetzen und mit Judikative nichts zu tun. Das gehört komplett getrennt. Ein Justizminister, dass er überhaupt existiert, ist schon ein Angriff auf die Gewaltenteilung. Gehört weg. Ja, also Herr Buschmann, am besten packen Sie schon mal Ihre sieben Sachen. Ja, wir brauchen Sie nicht. Wir brauchen weder Ihren Job noch die Stellenbeschreibung, die Sie da gerade ausfüllen. Kann alles weg. Afuera, wie man in Argentinien sagt, kann weg. Und wir haben 99 Bundesbehörden, von denen, die habe ich mir alle 99 angeschaut, vom Verfassungsschutz bis zum Telekommunikationsamt. Und dann haben wir 400 Bundesbeauftragte von Gendern bis Schabbes und Schmonzes. Es kann auch alles weg. Eine einzige Ausnahme, es gibt eine Bundesbehörde, die brauchen wir, das ist das Patentamt. Das können wir anschließend privatisieren. Das können nämlich Private sicher genauso gut. Da muss nur die gesetzliche Grundlage dafür geschaffen werden. Vielleicht schafft man dann ja zwei, damit die sich gegenseitig Konkurrenz machen und eine gute Dienstleistung dann für ihre Kunden zur Verfügung stellen, zu wettbewerbsfähigen und vernünftigen Preisen. Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang auch, ja, zum Beispiel die Ukraine-Unterstützung? Also wenn Sie das jetzt entscheiden würden, inwieweit, was bedeutet überhaupt helfen und nicht helfen, wie weit würden Sie unterstützen? Ich würde diese Hilfen sofort einstellen, und zwar zu 100%. Und zwar deswegen, weil diese Ukraine-Hilfen weder die Ukraine retten, noch eine Chance haben, den Krieg zugunsten der Ukraine zu wenden. Das Einzige, was diese sogenannten Hilfen leisten, ist Hilfe zum Selbstmord des ukrainischen Volkes und der ukrainischen Jugend. Hunderttausende junger Menschen, Männer wie Frauen, werden dort verheizt für einen sinnlosen Krieg, der verloren ist. Ja, der auch nicht gewonnen werden kann. Es ist nicht möglich, diesen Krieg zu gewinnen. Punkt. Ja, und das haben kundige Menschen, die mehr von Militärstrategie verstehen als ich, von Anfang an gesagt. Und jeder, der auf dieses Problem hingewiesen hat, wurde sofort zum Putin-Troll erklärt. Jeder, der nach Diplomatie gerufen hat, wurde zum Putin-Troll erklärt und sonst was. Ja, die Ukraine ist nicht zu retten. Sie ist mal abgesehen davon das mit Abstand korrupteste Land auf dem Planeten, wo alle Gangster ihr Geld waschen, einschließlich der Biden Crime Family, also der Familie des amerikanischen Präsidenten, die von Trump zu Recht als kriminelle Familie bezeichnet wird. Wer den Laptop von Bidens Sohn Hunter Biden, wer da mal jemals drüber gelesen hat und was da alles drauf gefunden wurde, in welche kriminellen Aktivitäten diese Familie dort verwickelt ist, der weiß Bescheid. Der weiß auch, dass dieser Krieg nur geführt wird, um kriminelle Geschäfte und Machenschaften gewisser politischer Kreise zu ermöglichen. Die Ukraine ist das größte Geld, die größte Geldwaschanlage auf dem Planeten. Ja, sie wird von Menschen regiert, die
interessante Lebensqualitätssteigerungen in den letzten Jahren erfahren haben, von Yachten über Immobilien in der ganzen Welt bis Private Jets, ja. Das Ganze führt nur dazu, dass es keinen gerechten Frieden gibt, dass die Ukraine geopfert wird, dass am Ende mit dem verlorenen Krieg auch die sogenannten Kriegsziele nicht erreicht werden. Es wird allerhöchste Zeit für Diplomatie. Und da Deutschland die Diplomatie ja nicht erzwingen kann, kann es sich wenigstens von diesem Unsinn zurückziehen. Was wäre für Sie Diplomatie? Also wie hätte Deutschland von Anfang an reagieren sollen? Deutschland hätte zunächst mal nicht den Fehler machen sollen, als Garantiemacht von Minsk aufzutreten, bei dem Minsker Vertrag, und dann hinterher, also es war ja noch Frau Merkels Werk, und dann hinterher durch Frau Merkel ein Interview zu geben nach der Devise Minsk war nur zum Zeitgewinn, damit wir die Ukraine aufrüsten können für einen Krieg gegen Russland. Wir haben nie vorgehabt, uns dran zu halten. Also diese Attitüde allein schon belegt im Grunde genommen, wes Geisteskind diese Leute sind. Es gab ja auch am Anfang des Krieges durchaus den Willen der ukrainischen Führung, Frieden zu schließen. Man hat ihr das dann verboten. Da wurde dann extra Boris Johnson hingeschickt, um dem ukrainischen Präsidenten auszureden, Frieden zu schließen. Zu einem Zeitpunkt, wo er noch relativ günstige Bedingungen für die Ukraine hätte aushandeln können. Ja, das scheint mir jetzt nicht mehr gegeben zu sein. Die Kursk-Offensive auf russischem Boden durch die Ukraine ist da ein Feigenblatt. Die wird militärstrategisch gar nichts bewegen. Die ist zwar ein schmerzhaftes Furunkel am Hintern Russlands, aber sie bewegt strategisch überhaupt nichts. Im Gegenteil, sie hat dazu geführt, dass die Front im Osten jetzt kollabiert. Im ganzen Donbass marschieren die russischen Truppen immer schneller voran. Das ganze Ding ist am Einstürzen. Und am Ende werden die Truppen da in Kursk wahrscheinlich auch noch eingekreist sein, weil die Front im Osten kollabiert. Ja, also das Ganze man kann es sich eigentlich nicht ausmalen, wie man ein Land dermaßen in die Irre führen kann und zum Opfer machen kann für eine geostrategische Politik, die nicht von dem Gedanken getragen ist, wie soll ich sagen, ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit zu errichten, sondern die von einem feindseligen Gedanken getragen ist, Russland klein zu halten und nach Möglichkeit zu zerstückeln. Man gibt es ja auch offen zu. Ja, also das heißt, die Diplomatie, die muss jetzt darauf abzielen, zu retten, was zu retten ist. Ideal wäre eine unabhängige Ukraine, die möglichst wenig Gebiete verliert, Gebiete auch nur dann verliert, wenn die dortige Bevölkerung es mit einer Mehrheitsabstimmung auch will. Das kann durchaus passieren, weil natürlich da sind ja sehr viele russischstämmige Bevölkerungsteile da. Das ist möglich, aber dass man wenigstens jetzt noch rettet, was da ist und was noch nicht alles verloren ist. Dass man die Ukraine als neutralen Staat etabliert und als Pufferzone zwischen Russland und dem Westen. Das war etwas, was beispielsweise auch Miersheimer gefordert hat, schon vor Jahren. Ja, und es ist auch ganz klar, dass der amerikanischen Führung auch völlig bewusst ist, dass es darauf hinauslaufen wird. Denn selbst der jetzt gescheiterte und abgehalfterte Präsident Biden, als er noch nicht dement war, hat er Mitte der 90er Jahre mal den bemerkenswerten Satz gesagt: Das Einzige, was Russland zum Krieg mit uns zwingen würde, hat er gesagt, ja, ist, wenn wir versuchen, die NATO-Grenzen bis an die Grenzen Russlands zu schieben, Klammer auf, also die Ukraine auch in die NATO zu holen, Klammer zu. Ja, es ist durchaus nicht so, dass diese Sache nicht allgemein bekannt wäre, dass die geostrategischen Bausteine, die sind in den Köpfen schon da, die sind ja nicht dumm, ja. Und insofern wird es allerhöchste Zeit, dass in Amerika und Europa wieder die Profis ans Ruder kommen beim Thema Geostrategie und Diplomatie. Und dann ist da auch noch was zu retten. Und dann muss man sich Gedanken machen, wie man mit dem größten Nachbarn, den Europa nun mal hat, und das ist einfach Russland, in Zukunft wieder in ein gedeihliches Verhältnis eintritt. Wer glaubt, dass das nicht notwendig ist, der hat sich geschnitten. Wenn wir mit unserem größten Nachbarn nicht in ein gedeihliches, wechselseitig fruchtbares und nützliches Verhältnis eintreten, dann wird sich Russland ganz und gar China zuwenden und wird im Tandem mit China und innerhalb der BRICS-Staaten zu einem permanenten Störenfried der westlichen Ordnung, sich entwickeln. Wer das will, der muss den Konfrontationskurs nur weiterfahren. Es ist ja auch ein ewiges Hin und Her. Selenskyj hat ja erst kürzlich am Unabhängigkeitstag gesagt, wir werden keine Pufferzone sein. Und dann gleichzeitig sagt er, der Krieg endet sowieso in einer Verhandlung und jetzt mit Kursk und so weiter. Also ein ewiges Hin und Her, solange der Krieg eben geführt werden sollte. Befürchten Sie dahingehend eine Eskalation, also ein möglicher dritter Weltkrieg, weil sich mehr und mehr Akteure daran beteiligen?
Also das ist denkbar, zumal der Westen die roten Linien, die Russland setzt, ja ständig testet. Ja, wir haben jetzt die Situation, dass westliche Waffen auf russischem Boden eingesetzt werden, deutsche Waffen auf russischem Boden, deutsche Panzer befinden sich bei Kursk auf russischem Boden. Ja, zuletzt gab es bei Kursk eine Panzerschlacht im Zweiten Weltkrieg. Das war das letzte Mal, dass deutsche Panzer dort rumgefahren sind. Ja, die Russen haben das alles noch in Erinnerung. Man soll nicht vergessen, dass Russland im Zweiten Weltkrieg die größten Opfer gebracht hat. Ja, der Zweite Weltkrieg hat 50 Millionen Menschenleben gekostet und davon waren 27 Millionen Russen. 27 Millionen. Es gab keine russische Familie, die in diesem Krieg nicht Mitglieder und Angehörige verloren hat. Es gibt praktisch keine, in dieser Generation gab es keine Russen, die nicht Vater, Mutter, Töchter, Söhne, irgendwas verloren haben. Und jetzt kommen wir da 80 Jahre später her und tun so, als wäre die Geschichte nie gewesen, als hätte es das alles nie gegeben. Und als könnten wir es uns erlauben, in diesem Hochgefühl moralischer Überlegenheit, die in Wahrheit eine moralische Bankrotterklärung ist, gegen Russland einen Krieg zu führen, der die russischen Interessen komplett missachtet und übrigens auch unsere Interessen komplett missachtet. Es liegt nicht in unserem Interesse, diese Sache zu eskalieren. Trotzdem haben wir eine politische Klasse, die sich suggeriert, als hätte sie keine Angst vor dem Atomkrieg. Wenn Friedrich Merz sagt, dass er keine Angst vor dem Atomkrieg hat, dann kann ich ihm nur dringend raten, sich entweder schlau zu machen oder, wenn er das schon mal gemacht hat und es trotzdem sagt, zum Arzt zu gehen. Ja, da hat man das Gefühl, dass einige Menschen etwas friedensmüde geworden sind und das auch noch über die anderen stülpen. Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang die Auflösung des Nord Stream-Anschlags, der ja jetzt die Ukraine mehr in den Fokus gerückt hat? Also, um ehrlich zu sein, bin ich nicht überzeugt, dass alles, was uns da erzählt wird, wir haben ja da schon unterschiedlichste Theorien gehört, von Segelbooten Die Oma. und dass man Putins AfD-Ausweis noch nicht an der Pipeline gefunden hat, ist ja alles, ja. Also darauf warte ich ja noch, dass sie uns den auch noch servieren, ja. Oder ein 6-Zentimeter-Messer, was Frau Nancy Faeser vielleicht aus dem Boot gefallen ist. Ich weiß es nicht. Also das ist ja, was uns da an Geschichten erzählt wird, was wir alles nicht nachvollziehen, nachkontrollieren können. Ich bin nicht mehr geneigt, egal was die uns sagen, denen zu glauben. Bisher war es ausweislich der Tatsache, dass die Story sich ja alle halbe Jahr ändert, ausnahmslos Bullshit. Ausnahmslos Bullshit. Ja, verzeihen Sie mir den Ausdruck, Frau Rieger, aber manchmal muss es etwas lutherisch zugehen und etwas deftiger. Und ich persönlich bin der Überzeugung, dass die Vereinigten Staaten von Amerika hier involviert sind, dass sie möglicherweise auch ukrainische Ressourcen in Anspruch genommen haben, um die Ukraine einzubinden. Aber die Ukraine ist nach meiner Überzeugung technisch gar nicht in der Lage, das durchzuführen. Ja, sie ist höchstens technisch in der Lage, da mitzumachen und dann auch eins, zwei Leute zu schicken, die eine Tauchausbildung haben. Denn man muss ja mal eins sehen. Diese Pipeline an der Stelle, wo die zerstört wurde, die liegt in fast 100 Metern Tiefe. Jeder, der mal eine auch nur Amateur-Tauchausbildung gemacht hat, der weiß, dass bei 35 Meter Sense ist. Also eigentlich bei 30 Meter soll man mit normalen komprimierten Luftflaschen nicht mehr weitergehen, weil sonst die Stickstoffsättigung des Blutes so groß wird, dass man die Taucherkrankheit kriegt und die Kontrolle über seine Handlungen verliert, was lebensgefährlich ist beim Tauchen. Ja? Und jetzt erzählen die uns also, in 100 Meter Tiefe haben die da was angebracht. Das heißt also, da muss man sich erstmal drüber im Klaren sein, dass man da Spezialausrüstung dafür braucht. Das ist mal das allererste, um da runterzukommen. Und man muss da runter, weil man kann es nicht von oben machen. Ja, man kann es nicht so darunter lassen. Man sieht ja nichts. Das ist also ganz und gar ausgeschlossen, dass man das von oben macht. Das heißt, man muss da runter, man braucht Spezialausrüstung, man braucht entsprechende Spezialgase, die dann veratmet werden. Man braucht Dekompressionskammern, man braucht eine relativ lange Aufstiegszeit. Also Abstiegszeit geht schnell, aber Aufstiegszeit braucht man relativ lange. Das heißt, man braucht eine enorme Infrastruktur. Dann braucht man die entsprechenden Sprengstoffe und davon auch nicht zu wenig. Ja? Denn was ich gehört habe, ist ja, dass die Pipeline auf einer sehr großen Länge, rede ich von mehreren hundert Metern, in den Schlamm gedrückt ist. Dafür braucht man schon einen gewaltigen Energieaufwand, um das zu leisten. Ja, das geht auch nicht mit einem Judo-Furz. Ja. Das ganze Ding ist
infrastrukturell so aufwendig, dass nicht so viele in Frage kommen, die das können. Also und ohne Wissen und Zutun der Vereinigten Staaten schon gleich gar nicht. Und Herr Biden hat es ja auch angekündigt. Ja, we'll have the means, hat er gesagt. We have the means. Wir haben die Mittel. Ja, Nord Stream wird zerstört werden, hat er gesagt. Also auch auf die Frage, wie das denn ist, weil es doch im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland ist. Also ohne die Amerikaner ist es nicht möglich. Zweitens, ohne Wissen und Zustimmung der Bundesregierung halte ich es auch für ganz komplett unmöglich. Und zwar deswegen, weil die Ostsee das bestüberwachte Meer auf dem ganzen Planeten ist. Ja, dass da eine Operation dieser Größe durchgeführt werden kann, ohne dass die Bundesregierung das mitkriegt, das halte ich für, naja gut, also technisch gesehen halte ich es für unmöglich. Kognitiv, intellektuell halte ich es schon für möglich, weil die sind ja, wie soll ich sagen, was die Denkkapazitäten angeht, auch auf anderen Gebieten so lost, dass man fast nicht mehr weiß, was man noch ausschließen soll. Aber nach menschlichem Ermessen würde ich sagen, zumindest mal auf dem Beamtenlevel, da sind sie noch nicht alle komplett verrottet im Kopf, da haben sie es mitgekriegt. Und wenn sie es da mitgekriegt haben, dann muss auch die Bundesregierung was gewusst haben, dass da was kommt. Und unternommen haben sie genau nichts. Und da passen ja auch Kommentare rein, wie von Herrn Kiesewetter, ja, der dann sich hinstellt und sagt, ja, die Sprengung der Pipeline war doch in unserem Interesse. Das muss man sich mal geben. Die wichtigste Energieinfrastruktur des Landes wird uns unter dem Hintern weggesprengt, was dazu führt, dass wir den Amerikanern zum vierfachen Preis ihr Gas abkaufen müssen, was wiederum dazu führt, dass wir unsere ganze gasbetriebene Industrie in Deutschland nicht mehr betreiben können, was den Deindustrialisierungsprozess im Land beschleunigt, den Abwanderungsprozess der Industrie auch in die Vereinigten Staaten zum Nutzen der Vereinigten Staaten beschleunigt. Ja, und all das wird ausgeblendet bei der Diskussion um die Frage, wer trägt denn da die Verantwortung? Ich glaube, dass die Bundesregierung Bescheid wusste oder zumindest hätte Bescheid wissen müssen. Ich glaube auch, dass es sich hier nach Sachlage um ein verräterisches, also im strafrechtlichen Sinne verräterisches Unterfangen gehandelt hat. Und das ist auch der Grund, warum die Bundesregierung nichts dazu veröffentlicht mit der Aussage, dass die Veröffentlichung von solchen Informationen staatswohlgefährdend sei. Ich sage, es ist nicht staatswohlgefährdend, es ist nur regierungswohlgefährdend, denn Staat und Regierung sind zweierlei verschiedene Dinge. Auch wenn die meisten Menschen glauben, dass das Synonyme seien. Das ist mitnichten der Fall. Der Staat wird vom Souverän getragen, nämlich dem Volk, und die Regierung ist nur eine Institution, die der Souverän sich gibt, um ihr für sie Aufgaben zu erledigen. Mit anderen Worten, die sind unsere Angestellten. Wenn die ein verräterisches Unterfangen gegen die Interessen des Souveräns durchführen oder es auch nur dulden in dieser Weise, dann sind sie zur Verantwortung zu ziehen. Aber das ist ja nicht das einzige Gebiet, wo diese Regierung in einem, wie soll ich mich ausdrücken, Konflikt steht mit strafrechtlichen Normen, die immer noch Gültigkeit haben. Man sieht ja aufgrund der langen Zeit, bis das mal überhaupt ansatzweise thematisiert wurde, dass es aufgeklärt wurde, dass da gar kein Interesse besteht, das eigentlich auch aufzulösen. Und vor allem sieht man eben, wie Sie auch gesagt haben, wie wir für dumm erklärt werden. Ich weiß noch, wie ein Taucherexperte beim Spiegel angerückt ist und dann gesagt hat, dass es seine Oma auch hätte machen können. So einfach ist das sozusagen gewesen im Grunde. Und ja, was man eigentlich ja von den Bürgern erwartet, was sie alles glauben sollten. Ist sowieso ja, schon heftig. Beim Spiegel, wissen Sie, da beinahe ich gesagt, wenn dort nachgedacht wird, da hört man es noch klappern, weil da wird noch auf mechanischer Basis werden da wahrscheinlich noch Denkknochen in Bewegung gesetzt. Allzu viele können es nicht sein. Schön zusammengefasst.